Da es letzte Woche ja so ein bisschen Chaos gab und die Mission nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, werde ich diesmal die Mission erfolgreich abschließen. Und damit euch das Ganze nicht nochmal wieder antun müsst. Genau, ich bereite mich vor. Und damit ihr euch das Ganze nicht nochmal wieder antun müsst, mache ich das Ganze in Zeitraffer. Ja, ich wollte nochmal schauen kurz, ob ich irgendwie dieses Schiff nochmal ein bisschen aufwerten kann. Aber da ist soweit ja alles im grünen Bereich, aufwerten geht nicht mehr und Na gut, Bewaffnung kann man auch nichts machen. Weiter geht's im Zeitraffer.
kurz mal Zwischenstand, wo mir meine Festplatte verläuft. Ich breche die Aufnahme einfach mal ab und schalte da ein, dem ich ihr Level endlich geschafft habe. Wir sehen uns also nach einem kurzen Schnitt wieder und dann geht's ganz regulär weiter. Die 14. Mission ist endlich geschafft. Ich hab's nicht ausgehalten, Leute, ich sag's euch. Nach diesem Abschnitt, wo ich letztes Mal meinte, da kommt jetzt nichts mehr, kam tatsächlich noch eine ganze Menge. Bin nur froh, dass ich das endlich hinter mir habe, ganz ehrlich. So, damit auch in dieser Folge ein bisschen was geboten wird, die letzten Missionen sind wieder Aliens, das heißt, hoffentlich nicht so viele Raketen. Und erstmal ein bisschen shoppen gehen, würde ich sagen. Also hier an der Hülle kann man ja nun nichts mehr machen. Die kann nicht mehr aufgewertet werden. Hier hat schon die höchste Stufe. Vielleicht doch mal gucken, bis ich mir den Destroyer kaufe und dann den einmal komplett aufwerte. Das bin ich mir gar nicht sicher. Doch, das war das. Naja. So, das wird gekauft. Ach, das ist wieder nichts über an Kohle, ey. Das ist doch scheiße, sowas. Ich da jetzt irgendwas mitmachen? Wieso kann ich ihn jetzt nicht aufwerten? Och man. Erstmal nach den Waffen gucken. Da stecken wir noch was rein. Das ist Meteor. Zack. Zack. Zack, ach, da ist es schon drin. Zack. So. So viel was machen kann ich ja nun nicht mehr, ne? Genau, das ist soweit alles voll. Wie sieht das denn aus? Naja. Gut, gucke ich mir die Mission mal an. Kann ja spannend werden. So, ihr könnt mir schon mal nichts, das ist gut. Wow. Die sind jetzt natürlich wieder so eingestellt, dass sie einfach nur gerade schießen. Ja, ich denke, ein Mutterschiff, das werde ich hier nicht kriegen mit. Das ist nicht machbar. Rakete erkannt. Was? Achso, die Dinger, okay. Ihr könnt mir nichts, ihr könnt mir nichts. Gut, ich glaube, das Schiff war nicht die klügste Entscheidung, das machte doch mehr Panzerung, aber ich dachte, da bleibt ein bisschen mehr über, wenn ich mir das Schiff kaufe. Aber anscheinend nicht. Na, jetzt weich nicht aus, du Pimmel. Ah, ein Pimmel gesagt, Kind. Ja, genau. Die Kringel, die machen auch Schaden, okay. Weiß ich Bescheid. Aber die sind ja harmlos, die verfolgen einen ja nicht wie die Raketen. Ah. Rakete erkannt. Da ist nichts, da ist... Oh, oh. Rakete erkannt. Hoppa. Uiuiui. Also bis hier war ich tatsächlich noch nie. Wird nochmal richtig spannend hier. Ab jetzt ist es quasi blind. So. Oh, das war knapp. So, hier ist mal wieder Ausweichen angesagt. Weil die sind zu schnell, die treffe ich da sowieso nicht. Also diese Schutzschild, das ist echt enorm, also ganz ehrlich. Das ist mit die beste Investition, die ich hier tätigen konnte. Rakete erkannt. Eieiei. Na? Rakete erkannt. Ah! Naja gut, selber schuld. Bereite dich vor. Scheint aber doch wieder eine entspanntere Mission zu sein. Ja, so wie es aussieht, ist quasi das jetzt die letzte Mission. Ich weiß noch nicht, was kommt.
will das aber alles mal in dieser Folge unterbringen, dann ist das Projekt nämlich abgeschlossen. Und zwar erfolgreich abgeschlossen. Endlich. So. Und wie es dann weitergeht, mal schauen. Also, nochmal wäre ja Quatsch. Das Ganze nochmal auf einer anderen Schwierigkeitsstufe zu spielen. Na, kriege ich ein Mutterschiff? Kriege ich eins? Nein. Das Ganze nochmal auf einer anderen Schwierigkeitsstufe zu spielen, ist auch nicht so geil. Da habe ich dann ja auch nichts von. Ich meine, es wiederholt sich dann letztendlich ja dann doch irgendwie. Ist ja nun kein sonderlich tiefgründiges Spiel hier. Ja, wie gesagt, danach ist, wenn das Projekt abgeschlossen ist, nur noch mein Test in der Regelmäßigkeit. Dann bin ich wieder frei für neue Spiele. Ich habe schon so ein paar Ideen, die ich eventuell umsetzen könnte. Muss ich mal schauen, wie ich das mache, ganz genau. Rakete erkannt. Ist ja dann auch immer irgendwie ein bisschen so eine Frage, ist das rechtlich in Ordnung, darf man das machen? Sollte man das machen, ist es nur geduldet? Rakete erkannt. Schalten da fremde Werbung, wie Nintendo das zum Beispiel macht, die schalten ja Werbung auf Nintendo-Spielen. Beziehungsweise ziehen sich da irgendwie von dem Einkommen was ab. Weiß ich gar nicht, wie das ist, wenn man nicht Partner ist, ob die da auch was abkneifen. Weil das will ich natürlich vermeiden. Also, da werde ich mich schon orientieren, dass da möglichst nur Spiele drankommen, wo das in Ordnung ist, wenn man da Let's Plays drüber macht. Aber was genau? Wie gesagt, paar Konzepte habe ich, konkrete Spiele habe ich da noch keine. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich meine, so der mega erfolgreiche Let's Player bin ich immer noch nicht, dass ich mir das aussuchen könnte. Da muss ich schon gucken. Jetzt versuche ich mal ein Mutterschiff zu kriegen. Rakete erkannt. Na, jetzt fliegt mir nicht eben. Ach, okay. Bereite dich vor. Vielleicht doch mal ein bisschen konzentrieren. Ja, die ganze Zeit begleitet hat mich das Mausproblem. Naja, das sind so Sachen, da kann man sich dann auch dran gewöhnen, aber letztendlich ist das schon ein Bug. Ich gucke mal, ob ich da vielleicht im Bug-Tracker einen Eintrag drüber mache. Da muss ich mal schauen. Naja, Mutterschiff kriege ich nicht. Och, ich Idiot. Bereite dich vor. So. Ja, man hört schon, ich bin ein bisschen motivierter als vorher. Das war echt nicht auszuhalten, ganz ehrlich. Also ganz schlimm. Ich lasse das im Zeitraffer mal drin. Das Ganze, was dazwischen nur lag, ja, das ist jetzt nicht der Rede wert, sag ich mal. Das hat einfach nur alles ewig lange gedauert. Na? Wird nix. Schade. So ein bisschen werden diese Ringe aber dann schon angezogen. Aber zum Glück nicht so ganz schlimm wie Raketen. Und den habe ich jetzt erstmal die Schnauze voll. Rakete erkannt. Ja, ja, das sind keine Raketen. Oi, 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 oi. Oh, ja. Bereite dich gut vor. Ist nicht schlimm, alles in Ordnung. Fällt mir nur das Headset fast aus dem Kopf, aber hey, geht schon. Hopp. Jetzt hängt die Maus wieder? Nein. Ja, ich habe im Zeitraffer sieht man es vielleicht ganz kurz. Ich habe mal versucht, die Maus ein bisschen auszurichten, indem ich einmal Escape gedrückt habe für das Menü. Aber das bringt nichts, da wird die Maus nicht zentriert. So, diesmal. Nee. Also das mit dem so ein bisschen mittig zielen, fand ich eigentlich ganz geil. Hätte ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Rakete erkannt. So, jetzt wieder mittig halten. Rakete erkannt.
Eieieiei, da kracht das ja schon ganz schön. Rakete erkannt. Oh. 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 Na, na, so. Da hat's das Schiff zerrissen. Zack. Zack. Na komm, komm, komm. Ich schieß mir den Weg jetzt einfach frei hier in der Mitte. So. Komm mir nicht in die Schussbahn, Freundchen. Hey. So. So. Doch noch mal wieder ein bisschen ausweichen. Zack. Rakete erkannt. Ich frage mich ja echt, was hier jetzt noch kommt. Oh. Also dieses dumpfe Rumpfen, was man da teilweise hört, das kommt von unzähligen Einschlägen. Rakete erkannt. Nicht, dass das hier jetzt noch gleich ein Geschicklichkeitsspiel wird. Komm her. Sowas hier ist doch ganz hübsch. Rakete erkannt. Ja, da fliege ich jetzt mal nicht rein, ich glaube. Kriegt man die leicht? Nein. Schade. Dann hole ich mir die hier außen. So. Die hier? Was sind die denn? Weicht die etwa aus vor mir? Einzige, wo ich drauf aufpassen muss, sind diese roten Ringe. Rakete erkannt. Ein Mutterschiff mit Laser. Ob der auch Schaden macht, Rakete der Laser? Erkannt. Ich würde das ja gerne mal ausprobieren. Rakete erkannt. Na, schieß mal den Laser. Oh, ja, der Laser macht Schaden. Gut. Okay, Rakete weiß ich Bescheid. Gut, aber Mutterschiff ist ja mit der Bewaffnung in dem Schiff kein Problem. Ist einfach nur reine Geduld und ein bisschen auf den Laser aufpassen. So, also arbeite ich mich da nochmal hin. Und dann holen wir gleich mal das Mutterschiff ab und dann sollte das Thema erledigt sein. Oder vielleicht ist es auch nur ein Zwischengegner und danach kommt noch ordentlich was. Das wird sich dann zeigen. Ups. Rakete erkannt. So. Zack. Ist natürlich die Frage, macht der Laser komplett Schaden oder nur mehr als ich noch hatte? So. Na. Oh, meine Güte. Rakete erkannt. Selber schuld, würde ich sagen. Ruhm. Rakete erkannt. Juppa. So. Einfach nur wegholen. Also dieses Rauf- und Runterfliegen von den Gegnern, das ist immer dann ganz lustig, wenn man keinen Zielcomputer hat, der das kann. Dann schießt man mal drüber, mal drunter. Was halt immer ein bisschen länger dauert, bis er anvisiert hat, vernünftig. Habe ich den jetzt eigentlich überhaupt, Zielcomputer? Ich weiß es gar nicht. Meine Sachen bleiben ja eigentlich bestehen. Rakete erkannt. Aber egal, Hauptsache es trifft. Rakete erkannt. Rums.
Rakete erkannt. Na, kriege ich es vielleicht mal? Nee. Aber die kriege ich jetzt hier. Rakete erkannt. So muss das aussehen. Dann klappt's auch mit Commander. Gut, abgesehen davon, dass es jetzt die vermutlich letzte Mission ist, werde ich da... Ja, selber schuld. Bereite dich vor. Wie gesagt, abgesehen davon, dass es jetzt wirklich die letzte Mission ist, werde ich da wohl eh nichts mehr von haben. Weil wenn ich hier jetzt auch nicht Gegner abschieße, aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht wie die Punktzahl. Vielleicht sollte ich diesmal ein bisschen aufpassen, dass ich nämlich nicht gleich wieder am Anfang nur oben zwischenhauen lasse. Rakete erkannt. Na? Mal alle her, hier kommt mal alle her, hier kommt zu Papa. Der Papa macht euch das mal. So. Opa. Zack. Hier mal ein bisschen am Rand. Rakete erkannt. Das ist aber lieb, dass du mir in die Schussbahn geflogen bist. So. Rakete erkannt. Rakete erkannt. Oh. War wieder eng. Ich glaube, so richtig mit dem Zielcomputer haut das da irgendwie nicht hin, habe ich das Gefühl. Wenn ich jetzt nochmal sterben sollte gleich, kann ich einfach mal nachschauen, wie das da aussieht. Falls nicht, machen wir das halt so zu Ende. Durch die Raketenhölle gegangen. So. Ist es da hinten schon das Mutterschiff oder noch nicht? Ne, ist noch ein anderes. Rakete erkannt. War das das? Nee. Rakete erkannt. Das war das, ne? Ja. Oder? Nee. Ach, ich weiß das doch alles nicht mehr hier. Rakete erkannt. Ja, ja, dann machen wir das ein anderes Mal. So. Hier am Rand muss schon aufräumen. Nee, jetzt trifft den. Jetzt hänge ich mit meiner Maus hier so weit oben, jetzt habe ich gleich das Gefühl, dass ich hinten wieder runterkomme. So, hier in der Mitte bleiben. So muss das aussehen. Ja, hol weg hier, hol weg. Zack. Gar keine Probleme hier. Da kommt das Lasermutterschiff. Ich glaube, hier muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht an den Rand drängen lasse. Rakete erkannt. Wie macht es das denn? Bleibt es dann stehen, oder? Rakete erkannt. Opa! Rakete erkannt. Aber es ist leider nicht erkennbar, wie es das macht. Rakete erkannt. Sondern nicht davor sein, okay. Also am Rand, dann zweimal zur Mitte hin. Rakete erkannt. Da ist auch kein Prinzip hinter. Rakete erkannt. Aber ich glaube, sie lädt sich schneller auf als das andere Mutterschiff.
Rakete erkannt. Rakete erkannt. Ja, es lädt sich deutlich schneller auf als das andere Mutterschiff. Rakete erkannt. Rakete erkannt. So, jetzt wieder Laser, genau. Rakete erkannt. So. Rakete erkannt. Na, jetzt Rakete zieh dich erkannt. Doch nicht so zurück. Komm mal her, ja. Komm nach vorne, du Feigling. Rakete erkannt. Rakete erkannt. Rakete erkannt. Was trifft denn da gerade? Rakete erkannt. Rakete erkannt. Eieieiei. Rakete erkannt. Was zur Hölle? Was geht denn hier? Jawohl, ja. So muss das aussehen, Freunde. So muss das aussehen. Gut, harren wir der Dinge, was da jetzt kommt? Ich weiß es nicht. Ja. Und nun? Durch, oder? Bin's da irgendwie mit so einem epischen Abschiedsbildschirm gerechnet? Tja. Wenn man die Mission nochmal spielt. Bereite dich vor. Ja, das ist ja, wenn man da oben mal hinschaut. Ich meine, hier rangehe so ganz schwach, kann ich es noch gut erkennen. Komm mal her. Also so ganz, ganz schwach kommt man es auch gut erkennen, aber da war ja nun wirklich gar nichts mehr, bis auf den letzten Drücker ausgelaugt. Weit gebracht habe ich's. Weit gebracht. Ja, das wäre natürlich nochmal eine Aufgabe hier oben. Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Dann, da habe ich ja soweit alles. So, wieder mal aufwerten, wieder reparieren. So, aber so richtig derbe viel habe ich auch nicht mehr. Bereite dich vor. Wir können jetzt natürlich jede Mission nochmal spielen, um Geld zu sammeln, um mein Schiff weiter aufzuwerten. Aber ich würde sagen, das lassen wir an der Stelle mal. Ja, auch wenn es da nun keinen Endbildschirm gibt, das war Astromenes in Version 1.3.2. Bildnummer sieht man da unten, steht dann da auch noch mit dazu. Spiel ist Open Source, ist kostenlos natürlich dann auch runterzuladen. Gibt es im Grunde genommen für alle Linux-Distributionen, die da so verfügbar sind. Da kann man sich dann frei austoben. Das Spiel selbst bietet natürlich einige Optionen. Ich kann meinen Informationsbildschirm nochmal aufrufen. Da kann man sich dann die ganzen Schiffe nochmal angucken. Vor allen Dingen auch die ganzen Fahrzeuge, die es in den Spielen noch gibt. Mit bisschen Text dazu und eben was die so an Schaden machen, was sie an Einheiten machen. Alle verschiedenen Modelle. Da würde ich doch nochmal schauen. Militärbauten. Genau. Ja, das ist der Lenkraketenwerfer, der mir so viel Freude bereitet hat im Spiel. Der hat eben nicht so viel Panzerung. Ist relativ schnell zerstörbar, macht aber eben auch viel Schaden. Das ist das Problem. Die anderen Dinger, das sind... Also, ja. Ich würde sagen, wer sich das alles durchlesen möchte, besorgt sich das Spiel, installiert es sich. Es ist, wie gesagt, in allen Distributionen verfügbar. Kann, also soweit ich weiß, in allen Distributionen, die gängig sind, verfügbar. Kann aber auch von der Webseite runtergeladen und selbst kompiliert und installiert werden. Funktioniert einwandfrei. Und da könnt ihr euch das selber angucken.
So, hier die Danksagung können wir nochmal aufmachen. Da sieht man dann, wer es denn programmiert hat, wer dann noch beteiligt ist. Ich lasse es einfach mal ein bisschen durchlaufen und bedanke mich auf jeden Fall jetzt dann doch mal fürs Zuschauen. Auch wenn Astrominis ganz, ganz wenig Aufrufe nur hatte im Vergleich zu Minecraft, beziehungsweise jetzt ja meinen Test. Ja, da sieht man auch nochmal, Petra Schulten hat gesprochen und die Übersetzung von Bernd Dau. Ja, da weiß ich auch nicht. Ja, also wie gesagt, das sind die Teilnehmer des... ich sag zu viel, wie gesagt, habe ich das Gefühl, ich sag zu viel was, ich sag zu viel so und ich räuspere mich auch zu viel und schneide das hinterher sozusagen, dass es keiner merkt. Hier sieht man nochmal, was dann alles unterstützt wird. SDL, OpenGL, OpenAL wird genutzt. FreeType ist für die Schrift natürlich da, auch vor bis für den Sound. CodeBlocks, das sieht aus wie das Windows-Symbol. Naja gut. Da sieht man es auch nochmal, was alles an Software genutzt wurde, wer es gemacht hat und wo man es bekommen kann. Ich sag nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am Montag für meinen Test und am nächsten Samstag für irgendein anderes Projekt, was ich mir noch aussuchen werde. Bis dahin, schönes Restwochenende, schöne nächste Woche. Tschö!